Wie wird eine Osteoporose festgestellt? Grundlage zur Diagnostik der Osteoporose bietet die DVO-Leitlinie 2023. Anhand der Angaben zu Geschlecht, Alter und Risikofaktoren lassen sich das individuelle Risikoprofil und die Knochenbruchgefahr ermitteln. Einen entscheidenden Stellenwert haben hierbei die schon stattgefundenen Knochenbrüche ab dem 50. Lebensjahr. Jede Form von Wirbelkörperfrakturen und hüftgelenksnahen Frakturen weisen auf das Vorliegen einer Osteoporose hin. Andere Frakturen, wie am Becken, Oberarm, Unterarm oder auch andere lange Röhrenknochen, sind verdächtig auf das Vorliegen einer Osteoporose und sollten daher weiter abgeklärt werden. Weitere Risikofaktoren fließen dann in die Gesamtbeurteilung mit ein. Sollte es erforderlich sein, kann anhand einer Knochendichtemessung nach der DXA-Methode die Knochendichte ermittelt werden und in die Gesamtbeurteilung des Risikoprofils einfließen. Somit wird Ihr individuelles Frakturrisiko ermittelt. Die Diagnose Osteoporose stützt sich hierbei auf eine niedrige Knochendichte als einen messbaren Faktor. Hierbei kann eine Knochendichtemessung wichtige zusätzliche Informationen liefern. Zur Diagnosefindung ist eine Knochendichtemessung aber nicht mehr zwingend erforderlich, wenn entsprechende Risikofaktoren vorliegen. Die DVO-Leitlinie bietet somit für den Arzt eine moderne wissenschaftliche Methode, die Osteoporose zu diagnostizieren. Ziel ist es, eine geeignete Therapie einzuleiten, Knochenbrüche zu vermeiden und Lebensqualität zu erhalten.